Machst du Mikrofon an, Schatz. Mikrofon an. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abiduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'd. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi rabbil alamin. Heute, inshallah ta'ala, fahren wir fort mit dem Büchlein, liebe Geschwister, Al-Adab al-Islamiyya, über das islamische Benehmen. Und das letzte Mal hatten wir gesprochen, ich denke, über... Genau, Adab al-Hadiyya, ne? Das Benehmen mit den Geschenken. Und heute, inshallah ta'ala, reden wir über Adab An-Nikah, über das Benehmen bei der Heirat. Über das Benehmen bei der Heirat. Und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil man hier bestimmte Sachen beachten muss, damit man auch sich nicht in eine Katastrophe hereinstürzt und zum Schluss ein unzufriedenes Leben lebt. Und deswegen haben wir Vorkehrungen bekommen von der Religion, was man am besten machen kann, damit man auch bi'idhnillah ta'ala besser hereingeht in diese Sache, als dass man nicht weiß, was auf einem zukommt. Die erste Benimmregel ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala um die Richtung... Ya ikhwa walhamdulillahi rabbil alamin, haben wir einen Herrn, der über alle Sachen Bescheid weiß. Und dieser Herr hat schon alles bestimmt, subhanahu wa ta'ala. Und wir denken manchmal, dass wir eine richtige Entscheidung getroffen haben, aber viele bereuen nachhaltig ihre Entscheidung. Daher ist es sehr, sehr wichtig für uns, dass wir die Angelegenheit, über die wir nicht Bescheid wissen, dessen Ausgang wir nicht kennen und wir nicht das verborgene Wissen haben, dass wir diese Angelegenheit in die Hände von Allah subhanahu wa ta'ala geben. Rawa al-Bukhari rahimahullah ta'ala an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu wa arda qala: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه berichtet in einer Überlieferung von Al-Bukhari, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم ihnen al-istikhara, ich komme gleich dazu, in allen Angelegenheiten beigebracht hat, sogar brachte er ihnen die Istikhara bei, wie er ihnen auch den Koran beigebracht hat. Und Istikhara ist das Bitten um die richtige Entscheidung. Ist das Bitten um die richtige Entscheidung. Und so sagte er, sallallahu alaihi wasallam, إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. Wenn einer von euch beabsichtigt, etwas zu tun, dann soll er zwei Raka'a beten, min ghayri al-farida. Aber diese zwei Raka'a sollen kein Pflichtgebet darstellen, sondern ein freiwilliges Gebet. Ein freiwilliges Gebet. Thumma liyakul. Dann soll er daraufhin sagen, und das ist ein Dua, dieses steht bei Hisnul Muslim, liebe Geschwister, das ist unter der Rubrik Istikhara. Istikhara ist das, was haben wir gesagt? Bitten um die richtige Entscheidung. Und ich lese es schnell vor. Er sagte, alayhi salatu wassalam,
In diesem Bittgebet, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astakdiruka bi'kudratik wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdir wa la aqdir. So heißt es in dieser Überlieferung, dieses Bittgebet, O Allah, ich bitte dich mit deinem Wissen um die richtige Entscheidung, um die richtige Entscheidung. Und du, der du die Macht besitzt, eine Sache zu erfüllen, so bitte ich dich darum, dieses zu erfüllen. Wa as'aluka min fadlika al-azim. Und ich bitte dich mit der gewaltigen Huld, weil du in der Lage bist, etwas zu tun und ich nicht in der Lage bin. Und du bist derjenige, der über das Verborgene Bescheid weiß. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Und O Allah, wenn du weißt, dass die Angelegenheit, um die ich dich bitte, jetzt passt auf, subhanallah, es gibt Leute, die denken nur an die Dunya. Er sagt, ja Allah, wenn die Angelegenheit gut für mich ist, bedeutet gut für meine Religion ist und für mein Leben ist und für das Ende meiner Angelegenheiten, dann ermögliche mir das. فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي. So ermögliche es mir und erleichte es mir. ثُمَّ بَارِكْ لِي فِي. Und segne mir diese Sache. Dann segne mir diese Sache. Das heißt, wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur darum, dass wir mit dieser Sache Freude in der Dunya haben. Nein, sondern wenn das gut ist, in erster Linie für meine Religion. Mal angenommen, du bittest um eine Frau. Du hast eine gefunden und jetzt machst du Istikhara-Gebet und sagst, ja Allah, wenn diese Frau gut ist, nur für meine Dunya, dann hast du ein Problem. Weil manche Frauen sind vielleicht gut für die Dunya, aber wohin stürzen sie ihre Männer? In das Höllenfeuer oder umgekehrt. Daher, ja Ikhwa, was sagte er hier in diesem Bittgebet? In kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Aber wenn, ja Allah, diese Angelegenheit für mich gut ist, für meine Religion, und für mein Leben und für das Ende meiner Angelegenheiten, dann segne mir das. Dann segne mir das. Und wenn das nicht gut ist, dann, ja Allah, entferne mich weit von dieser Angelegenheit. Istikhara wird in der Regel nur einmal gemacht. Es gibt Leute, der macht 10-mal Istikhara. Ja? Der hat ein neues Gefühl, dann macht er Istikhara. Dann hat er wieder ein Gefühl, macht er Istikhara. Das ist nicht richtig. Man macht einmal das Istikhara, außer es hat sich etwas geändert bei der Sache. Zum Beispiel, du möchtest eine Frau heiraten und hast entschieden, jetzt wichtig, hast entschieden. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Ali Imran, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Wenn du dich entschlossen hast, dann vertraue auf Allah. Denn wahrlich, Allah liebt diejenigen, die auf ihn vertrauen. Wenn du dich entschlossen hast, diese Frau zu heiraten, was machst du jetzt? Jetzt machst du Istikhara, du bittest Allah Azza wa Jalla, wie mit diesem Bittgebet, was wir gerade gemacht haben. Ihr könnt das auch ablesen. Ihr könnt das auch ablesen, liebe Geschwister, wenn man das nicht auswendig kann. Und dann bittest du Allah Azza wa Jalla um diese Sache. Was heißt um diese Sache? Du übergibst Allah diese Angelegenheit. Warum Allah? Warum übergibst du Allah die Angelegenheit? Du hast doch auch Gefühle, Empfindungen, Einschätzungen, Prognosen. Warum übergibst du Allah die Entscheidung? Bitte. Weil er über alles Bescheid weiß und du oft daneben liegst. Wie viele Entscheidungen haben wir im Leben getroffen, die sehr falsch waren, oder? Mehr als falsch waren. Aber wir hätten geschworen und gedacht, dass diese Entscheidung, fragt mal, wie viele Brüder gedacht haben, die Schwestern, die sie geheiratet haben, oder umgekehrt, Schwestern, die Brüder geheiratet haben, sie haben gedacht,
In jedem Fall ist das die perfekte Ehe. 2 Tage hat sie gedauert und jeder hat dann den anderen verflucht. Das hat man vorher nicht gesehen. Man weiß das vorher nicht. Aber wer weiß über alles Bescheid? Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, liebe Geschwister, übergibt man ihnen die Angelegenheit. Und ein klassischer Fehler, der gemacht wird bei der Istikhara, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem du ihn gebeten hast und ihm die Angelegenheit übergeben hast, so hat dir Allah vielleicht Zeichen gegeben, dass diese Sache nicht gut ist für dich. Aber du hast diese Zeichen was? Akzeptiert oder ignoriert? Ignoriert. Zum Beispiel, du wolltest eine heiraten, dann passieren auf diesem Weg mit der Heirat 1000 Sachen und du sagst, das ist nicht normal. Das kann nicht von ungefähr sein. Da muss was dahinter sein. Dann lass bitte diese Sache. Du willst ein Auto kaufen. Vom Frauen immer zu Autos. Hä? Du willst ein Auto kaufen. Du sagst, Subhanallah, ja Rabb, wenn dieses Auto nicht gut ist, dann lass es nicht anspringen. Jig, jig, jig. Springt nicht an. So, eigentlich ein klares Zeichen, ja oder nein? Klares Zeichen. Ich habe dieses gemacht. Ich wollte einmal ein Auto holen, natürlich von unseren Leuten, und das war wie immer ein Fehler. Und ich habe gesagt, ja Allah, wenn dieses Auto nicht gut ist, ja Allah, dann lass es erst gar nicht anspringen. Subhanallah, ich drehe, zzz, zzz, springt nicht an. Dann kommt der Verkäufer. Ich habe ihm gesagt, Assalamu alaikum, und bin weitergegangen. Ich habe kein Wort mehr mit ihm geredet. Was soll ich mit ihm reden? Subhanallah. Die Sache ist doch klar. Aber nein, der eine sagt dann noch nein und man könnte und man würde. Und Subhanallah, ein deutliches Zeichen. Ein deutliches Zeichen. Das heißt nicht, wenn es manchmal auf dem Weg etwas an Schwierigkeiten gibt, dass die Sache schlecht ist. Aber allgemein, kennt ihr das, wenn Subhanallah 1000 Steine auf deinem Weg gelegt werden? Kennt ihr das manchmal? Du willst irgendwo hinfahren, auf einmal U-Bahn fällt aus, S-Bahn fällt aus, Bus fällt aus, dann gehst du ein paar Meter, der Taxifahrer fährt an dir vorbei. Aber dann kommt Mahmud, der Uber-Fahrer, der nimmt dich mit. Subhanallah, manchmal klappt gar nichts. Wallah, ich kann euch erzählen, einmal sind wir gefahren von Berlin hier, passt gut, von Berlin hierher. Von Westdeutschland hierher, es hat gar nichts geklappt. Nichts. Züge auf einmal ausgefallen, der eine verspätet, einer umgelenkt, einer das, das. Nichts hat geklappt. Wenn Allah eine Sache blockiert, blockiert er sie. Subhanahu wa ta'ala. Und deswegen darauf soll man achten. Aber was ist der klassische Fehler, dass manche Leute nicht darauf achten? Abu'l-Bara, wenn ich die Istikhara mache, muss ich danach einen schönen Traum haben? Weder träumst du von Schmetterlingen, noch träumst du von Grashüpfern, noch von Marienkäfchen, sondern du schaust darauf, ob Allah dir die Sache was leicht macht oder schwer macht. Weil manche warten immer auf den Traum. Deswegen entscheiden sie sich nie. Das heißt, liebe Geschwister, du achtest darauf, ob Allah azawajal dir die Sache leicht macht. Und wehe dir, dass du sagst, ja, das musste so sein und das ist trotzdem gut für mich und dies und das, dann fragen wir dich, warum hast du überhaupt die Angelegenheit in die Hände von Allah gegeben, wenn du sowieso schon entschieden hast. Aber Istikhara, was haben wir gesagt, Istikhara? Du hast dich zwar entschieden, aber du hast die Sache wen in die Hand gegeben? Allah. Das heißt, warten darauf, dass wenn etwas nicht so läuft, wie es sein sollte, Allah dir die Sache schwer macht, dann bist du bereit von dieser Sache was? Zurückzutreten. Aber manche Leute sagen, nein, die muss ich machen, diese Sache. Unabhängig davon, was passiert. Und das ist ein Fehler, was bei der Istikhara gemacht wird. Aber wir haben gesagt, Istikhara betet man nur einmal. Zum Beispiel, du hast dich entschieden, ich möchte diese Frau heiraten. So, du hast Istikhara gebetet und jetzt sagst du Bismillah. Dann erfährst du, diese Frau hat zum Beispiel eine Krankheit. Jetzt, weil es einen Umstand gibt, der neu ist, kannst du nochmal Istikhara beten. Weil vielleicht diese Krankheit, die diese Frau hat, was könnte eine Frau für eine Krankheit haben? Was könnte eine Frau für eine Krankheit haben, zum Beispiel? Klassische Krankheit. Okay, dass sie keine Kinder bekommt, sehr gut. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt.
Na, na. Aber jetzt so was Deutliches, ja, nee. Zum Beispiel, sie kriegt keine Kinder, sehr gut. Verrückt. Ja, aber wenn du auch verrückt bist, geht das. Bitte? Ah, Diabetes, Zuckerkrankheit. Sehr gut, genau, richtig. Zum Beispiel Zuckerkrankheit. Etwas schwererer Fall, dann natürlich ändert sich auch deine Situation. Aber die typische Krankheit, die eine Frau hat, Undankbarkeit. Habt ihr das nicht gewusst? Hey, wenn eine Krankheit vorliegt, dann kannst du hier nochmal was machen? Istikhara beten. Weil jetzt ein geänderter Umstand oder veränderter Umstand vorliegt. Deswegen, ja, Ikhwa, ist die Sache mit der Istikhara sehr wichtig. Du weißt nicht Bescheid. Wallahi, manche Leute könnten darauf schwören, das ist die perfekte Frau für mich. Aber subhanallah, er hat sich so extrem geirrt. Sagt man, Abul Bara, mach uns nichts vor. Manche haben Istikhara gebetet, alles ist gut gelaufen bis dahin und dann hat man die Frau geheiratet und dann war sie eine Hexe. Was sagen wir ihm hier? Was sagen wir ihm hier? Dieses war von Allah eine Prüfung für dich. Eine Prüfung. Und vielleicht diese Sache, wo du ausgehalten hast mit dieser Hexe, kann dich ins Paradies bringen. Schaut mal, was Al-Hasan al-Basri, rahimullah ta'ala, sagte. Er sagte, Laula masa'ibu dunya qadimna ala Allahi mafalis. Wenn nicht diese Schicksalsschläge in der Dunya wären, unsere Prüfung, die wir ertragen haben für Allah azawajal, mit Geduld, wenn diese nicht wären, würden wir zu Allah mit leeren Händen zurückkehren. Für was soll er uns ins Paradies hereinbringen? Deswegen, manchmal ist es eine Musiba, die muss passieren in deinem Leben. Allah, was macht er mit dieser Musiba? Was macht Allah azawajal mit dieser Sache? Wenn du eine Musiba hast, ein Schicksalsschlag, er vergibt dir damit die Sünden, richtig. Der Prophet sallam sagte, die Überlieferung von Abu Huraira bei Bukhari überliefert, dass kein Muslim etwas trifft von Ham, Waram, das heißt Sorge und Leid und Anstrengung und Mühe und, außer und sogar ein Dorn, der ihm sticht, außer dass Allah ihm damit was? Sünden vergibt. Er hat nicht mal Astaghfirullah wa Atubu ilayh gesagt. Es sollte passieren, damit Allah ihn vergibt. Allah hat das verursacht, diese Musiba, damit dir deine Sünden damit vergeben werden. Morgen stehst du manchmal auf, du willst auf Toilette und knallst mit dem Kopf vielleicht gegen Bücherschrank oder irgendwo oder deinen Fuß gegen irgendwas, was deine Frau wieder im Weg gestellt hat. Dann, subhanallah, Musiba. Allah hat dir damit was? Sünden vergeben. Allah hat dir damit Sünden vergeben. Und noch zusätzlich mit dieser Musiba, was passiert noch mit diesem Schicksalsschlag? Was kriegen wir noch an Lohn? Inna idhamatil jaza ma'a idhamatil bala. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Höhe der Prüfung, die Höhe der Belohnung entspricht die Höhe der Prüfung. Das heißt, je schwerer du geprüft wirst, umso höher ist was? Deine Belohnung. Allah azza wa jal, er wird dich dafür im Rangstufen, im Paradies erhöhen, lieber Bruder und liebe Schwester. Das heißt, Al-Istikhara sollten wir machen. Und hier, was haben wir gelernt von Jabir ibn Abdullah? Was hat er gesagt? Der Prophet sallam, hat uns das genauso beigebracht, wie er uns was beigebracht hat? Den Koran. Hat der Prophet sallam, Wert darauf gelegt, dass der Koran bei den Leuten ankommt? Natürlich. Schaut mal, wie viele Überlieferungen existieren über Fada'il Koran, über die Vorzüge vom Koran. Khayrukum man allama al-Quran wa derjenige ist der Beste von euch, der den Koran lernt und ihn beibringt und ihn lehrt. Und viele, viele Vorzüge über den Koran, liebe Geschwister. Zweite Benimmregel, dass du auf diejenige Frau schaust, die du begehrst zu heiraten. Abul Bara, fürchte Allah, im Koran steht, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Sagt zu den gläubigen Männern, o Gesandter Allahs, sagt Allah Azza wa Jal, sagt zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Geschlechtsteile bewahren, behüten. Eine
Regel, ein Gebot von Allah subhanahu wa ta'ala. Richtig. Aber wir haben eine Sache, die nennt sich allgemein Haram. Aber von diesem Haram gibt es dann manchmal was, eine Ausnahme. Und zwar berichtet At-Tirmidhi und er sagt, dass diese Überlieferung Hassan ist, an Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu wa arda, annahu khataba imra'atan, faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mughira ibn Shu'ba hat einmal eine Frau, was heißt khataba, geheiratet oder sich mit ihr verlobt? Mit ihr verlobt. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm: Unzur ilayha, schau sie an, fa'innahu ahra an yu'dama baynakuma, denn das wird mehr dazu führen, dass ihr zusammen oder zueinander findet. Yachi, du bist ein Mann der Religion, richtig. Aber wenn du jetzt heiraten willst, wonach fragst du als erstes bei der Frau? Seien wir doch mal ehrlich. Nach der Religion, wie viel Hadithe sie auswendig hat? Oder guckst du sie erstmal an? Erst gucken und dann sagen, inshallah, hat sie noch ein paar Hadithe. Allahu Akbar, auch wenn sie nur einen hat, weil sie so hübsch ist. Du guckst erstmal auf was? Auf die Schönheit. Und das ist nichts Schlimmes, so sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Denn das führt eher dazu, dass ihr beide zueinander findet. Das führt eher dazu. Das heißt, dieses Gucken auf eine Frau, die du, was, nur anschauen möchtest oder heiraten möchtest? Heiraten möchtest, während du wahrhaftig bist und es eine reelle Chance gibt, dass du sie auch heiraten kannst. Die ganzen Frauen, die du auf der Straße anguckst, weder wollen sie dich heiraten, noch willst du sie heiraten, richtig? Das heißt, über welchen Fall reden wir? Wir reden über einen realistischen Fall. Oder willst du die mit den Minirücken heiraten? Sagst mir nein. Dieser Blick ist haram oder halal? Haram. Aber jetzt eine Frau mit Minirock und Kopftuch. Du sagst, das ist Jam'a zwischen dem und dem. Ja. Wenn du wahrhaftig bist, dann darfst du sie anschauen, selbst wenn sie es nicht weiß und du von ihr mehr siehst, als du eigentlich dir gedacht hättest, sehen zu können. Abul Bara fürchte Allah. Wie? Ich darf eine Frau oder von einer Frau alles sehen, wenn sie es auch nicht bemerkt und ohne ihre Genehmigung? Alhamdulillah, wir haben für alles einen Beweis. Hört, was Jabir radiallahu anhu anba sagte. Er sagte, khatabtu jariyatan. Ich habe, was ist eine Jariya? Das müsst ihr, ach so, ihr seid keine Takfiris, deswegen wisst ihr das nicht. Das sind Sklavinnen. Die haben nur, Takfiris haben auch Sklavinnen hier, ja. Ja, ja. Eine hatte 14 im Keller. Der eine wurde gesehen, der hatte eine blondhaarige Freundin, ein Takfiri, ja. Dann hat ein Bruder ihn gesagt, fürchte Allah, hat ihn auf der Straße gesehen. Er hat ihm gesagt, das ist meine Sklavin. Aber ich glaube, sie hat ein bisschen anders darüber gedacht. Die Frau. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Er sagte, ich habe so eine Sklavin, mich mit einer Sklavin verlobt. فَكُنْتُ أَتَخَبَّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُ. Jabir berichtet, radiyallahu anhu arda, und es gibt mehrere Überlieferungen bezüglich dieser Überlieferung, die ist bei Abu Dawud und Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, sagt, sie ist sahih. Er sagte, ich habe mich damals versteckt. In einer anderen Überlieferung lesen wir, er hat sich hinter einer Palme versteckt, hinter einer Nachla hat er sich versteckt. Und die Frau, die er heiraten wollte, hat im Haus gearbeitet und er hat geguckt von hinter der Palme auf sie. Versteckt und geguckt auf sie. Ja, jetzt würde man sagen, A'udhu Billah, aber nein, das war kein A'udhu Billah. Halal. Er war hinter einer Palme versteckt und schaute auf sie, mit ihrer Genehmigung oder ohne. Was hat eine Frau zu Hause an? Niqab? Was hat eine Frau zu Hause an? Eher locker, leger
oder ein Niqab, was hat sie an? Bitte. Locker. Deswegen sagen die Gelehrten, natürlich die meisten Gelehrten sagen, wenn du eine Frau heiraten möchtest, darfst du nur von ihr was sehen? Gesicht und Hände. Das ist die Ansicht der meisten Gelehrten. Die einen haben das nur darauf beschränkt, Gesicht und Hände, weil Gesicht ist das Zentrum der Schönheit. So wie ihr auch hübsche Gesichter habt, haben auch Frauen hübsche Gesichter. Wenn man das Gesicht sieht, Alhamdulillah, das ist schon mal 50%, sagen wir, ne? Das ist schon mal 50%. So, die Hände, jetzt natürlich, die Hände verraten viel mehr, als man denkt. Wenn man knochige Hände sieht, was könnte man, oder wovon kann man ausgehen, wenn man knochige Hände sieht? Dass sie schlank ist. Aber wenn sie Hände hat, wie diese Baseballhandschuhe, kennt ihr die, wenn man die anhat? Ja, wovon geht man dann aus? Wovon geht man dann aus? Dass sie schon kräftiger ist, richtig? So, das heißt, die Hände verraten sehr, sehr viel. Aber das war die Ansicht von einigen Gelehrten, von den meisten Gelehrten. Die anderen Gelehrten, Al-Zahiriyya, sie haben gesagt, man darf alles von ihr sehen, auch wenn sie sozusagen nackt ist. Aufgrund des Beweises von Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu. Manche von Zahiriyya, sie haben gesagt, auch wenn sie nackt ist. Aber a'udhu billah, diese Sache ist nicht anzunehmen. Aber was kann man sehen? Das, was die Maharim sehen, und das ist die Ansicht von Hanabila, was die Maharim in der Regel sehen. Das heißt, der Vater, der Bruder von dem Mädchen, was sieht er von ihr? Haare, was noch? Was sieht er? Hände, Arme, sehr gut. Füße, richtig? Das sind die Sachen, die man von ihr sieht. Vielleicht den Nacken, und das sollte reichen, oder? Alhamdulillah. Daher, liebe Geschwister, die Angelegenheit ist nicht verboten, dass du auf diese Frau schauen darfst. Doch, du kannst sie sehen. Aber du kommst jetzt zu einer Frau und bewirbst dich um ihre Hand. Jetzt sagt sie dir, nein, ich möchte nicht dir so viel von den Sachen zeigen. Das heißt, ich will dir nichts von den Haaren zeigen und. Manche zeigen dir auch nicht die Haare, weil sie eine Glatze haben. Ja? Kam auch einmal bei einer Schwester vor. Die hat die ganze Zeit gesagt, nein, nein, nein. Ich meine, denkst du, der wird es nie merken im Leben, wenn er mit dir lebt, dass du eine Glatze hast? Die hat alles versteckt. Nein, und zum Schluss kam raus, sie hatte eine Glatze. Und das ist, liebe Geschwister, Betrug. Betrug. Das, was wir auch heute kennen. Eine heiratet eine, der hat sie gesehen, die sah aus wie ein Tiger, grüne Augen, dann hat sie Wimpern 2 Meter gehabt. In der Hochzeitsnacht, die legt alles ab. Wimpern werden abgenommen, Kontaktlinsen raus, Dings raus, dann ihre Kleidung, die ihr so eine runde Figur gegeben hat. Alles zieht sie aus, der hat eine neue Frau vor sich. Die will er gar nicht. Das ist Betrug. Der Prophet s.a.w. sagte, man rascha falaysa minna. Der Betrüger gehört nicht zu uns. Und in einer anderen Überlieferung, man raschana falaysa minna. Der uns betrügt, das heißt, der uns betrügt, ist schlimmer als der überhaupt allgemein betrügt. Und ihr kennt das, wie die Frauen sich heute verwandeln und so fort. Deswegen auch ein Foto, liebe Geschwister, ein Foto sagt nichts aus. Ein Foto kann heutzutage was bearbeitet werden oder nicht. Siehst du doch, auf einmal sehen alle perfekt aus. Wenn du ihn am Tag siehst, wünschst du dir die Nacht. Aber subhanallah, auf dem Foto sieht er aus wie, ich weiß nicht. Deswegen, das ist alles Lüge. Leg keinen Wert darauf. Ich empfehle nicht, dass man auf Fotos guckt, weil das sind wirklich 2 verschiedene Menschen meistens, die wir sehen. Kein Problem. Wenn du jetzt der Frau sagst, ich möchte zum Beispiel mehr sehen von dir als dein Gesicht und deine Hände, es ist ihr Recht, dass sie sagt nein, weil sie weiß nicht, kommt es zu einer Ehe oder nicht. Es gibt Leute, der ist so ein Gauner. Kennt ihr diese Leute? So ein Heiratsschwindler. Okay? Und natürlich, damit die Frau sich schützt, muss sie ihn dieses nicht zeigen. Aber wenn er sie dann geheiratet hat mit islamischem Ehevertrag, dann natürlich ist sie verpflichtet, ihn das zu zeigen. Und dann kann er immer noch entscheiden. Okay? Dann kann er immer noch entscheiden, ob er mit dieser Frau weiterleben möchte oder nicht. Weil ja, natürlich begehren wir alle religiöse Frauen, ohne Zweifel. Und wir begehren Frauen, die natürlich so mit Charaktereigenschaften gefüllt sind wie unsere Mütter. Das heißt, die Frauen vom Propheten s.a.w. Aber trotzdem, was bleibt? Wirst du mit einer Frau, die zwar religiös perfekt ist, in Anführungsstrichen, aber dir überhaupt nicht zusagt,
und du überhaupt keinen Gefallen an ihr findest, wirst du mit so einer Frau lange leben, du wirst für immer die Fitna haben zu Hause. Du kannst ja auch nicht die ganze Zeit sagen, kannst du bitte das Licht ausmachen. Ich weiß, du sparst Strom und so, aber irgendwann, ich meine, deswegen hast du doch nicht geheiratet. Deswegen, ja, Ikhwa, ist es wichtig. Und manche der Gelehrten von der hanafitischen Rechtsschule sagen, es ist mustahab, dass die Frau dir gefällt. Damit du auch nicht in Fitna fällst. Damit du auch nicht in Fitna fällst. Wallahu ta'ala ala wa ala. Dritte Benimmregel, dass du eine Frau auswählst, die Religion hat. Sag mal, Abul Barak, gerade hast du uns die ganze Zeit erzählt, wir sollen aufs Aussehen gucken und lass mal erstmal die Religion. Subhanallah, so habe ich es nicht gesagt. Manche verstehen auch nur, was sie verstehen wollen. Wir erklären das, inshallah ta'ala. Du sollst eine Frau aussuchen, die was? Religion hat. So heißt es in As-Sahihain, in den Sahih-Werken von Bukhari und Muslim, an Abi Huraira, radiyallahu an, an den Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam berichtete, sagte, تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعْ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ. Eine Frau wird aus vier Gründen geheiratet. Nicht du sollst die Frau heiraten aus den vier Gründen. Allgemein wird eine Frau aus vier Gründen geheiratet. Das ist der Grund, warum man diese Frau heiratet. Und erster Grund ist wegen ihrer Schönheit. Wegen ihrer Schönheit. Mögt ihr hübsche Frau? Oder ist euch alles egal? Wegen ihrer Schönheit und wegen ihrer Abstammung. Und wäre, Affan, das erste war, ihr wart zu voreilig. Erstmal wegen ihrem Vermögen. Zweitens wegen ihrer Abstammung. Das dritte wegen ihrer Schönheit. Und das vierte wegen der Religion. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam als Empfehlung zum Schluss, so suche die aus mit dem meisten Geld. Hä? Mit der Schönheit oder mit der Religion. Taib, wie können wir das verstehen? Taib Abul Bara, jetzt hast du mich wieder umgeschwenkt. Jetzt heirate ich einfach eine Religiöse, die so hässlich ist, dass sie nur in der Religion gut sein kann. Nein, wir sagen Folgendes. Deine Frau kann hübsch sein. Sie kann auch vermögend sein. Sie kann auch eine gute Abstammung haben. Kein Problem, solange eine dieser Eigenschaften oder alle drei Eigenschaften mit welcher Eigenschaft verbunden ist oder sind? Mit der Religion. Stell dir vor, eine wunderschöne Frau, die keine Religion hat. Wirst du sie begehren? Nein, du wirst sie nicht begehren. Sie wird dir Kopfschmerzen machen, weil eine Frau, die hübsch ist, weiß, dass sie schön ist. Und sie weiß, dass sie auf der Straße angeguckt wird. Und sie sagt, wenn der nicht mehr will, 100 Leute warten hinter ihm. So wird auch entsprechend ihre Behandlung mit dir sein. Illa man rahim Allah, außer mit denen Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig ist. Aber das ist die Ausnahme. Das heißt, Schönheit führt zu Problemen oder verringert die Probleme? Führt zu Problemen. Daher, aber wenn sie jetzt schön ist und religiös ist, hat sie dann immer noch so diese Einstellung? Antwort nein. Manche wunderschöne Frauen, wir wissen das, der Prophet s.a.w. hat wunderschöne Frauen gehabt, Sahaba haben wunderschöne Frauen gehabt. Das ist kein Problem, liebe Geschwister. Manche andere Propheten haben wunderschöne Frauen gehabt, unter anderem Ibrahim a.s. und andere. Das ist kein Problem. Manche wunderschöne Frauen, die Religion besitzen, die denkt, sie wäre hässlich. Sie kennt nicht mal den Wert ihrer Schönheit. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihr dieses nicht in ihrem Herzen eingegeben, dass sie diese Schönheit ausnutzt für ihre Zwecke. Subhanallah. Und das ist bei manchen Frauen so. Das heißt, wenn sie Religion besitzt, dann kann sie schön sein. Dann kann sie vermögend sein. Aber stell dir vor, sie besitzt keine Religion, ist vermögend. Und sie finanziert dich vielleicht noch. Ja, Khadija radiallahu anha, war sie vermögend, ja oder nein? Ja. Die erste Frau vom Propheten s.a.w. war vermögend. Aber hat sie den Propheten s.a.w. schlecht behandelt oder untertänig behandelt, weil er nicht so vermögend war? Nein. Das ist eine Frau mit Religion. Auch gute Abstammung. Wenn du eine Frau mit guter Abstammung, solange sie eine gute Religion hat, kein Problem. Aber, liebe Geschwister, gute Religion
ist auch verbunden mit gutem Charakter. Was meine ich damit? Stell dir vor, du hast eine Frau, die kennt den Koran auswendig, die betet ihre 5 Gebete und in der Nacht und spendet jeden Tag, aber sie ist eine Anida, eine Sturköpfige. Glaub mir, du wirst das nicht lange aushalten. Und noch schlimmer, wenn sie diese Eigenschaft noch wen übergibt, ihren Kindern. Deswegen eine Frau, die sturköpfig ist, diese Frau sollst du in jedem Fall vermeiden. In jedem Fall, auch wenn sie religiös ist. Weil das ist eine Frau, die wird immer dir widersprechen und ihren Kopf durchsetzen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Und Muslim, Imam Muslim überliefert, an Abdullah ibn Amr ibn al-As, dass dieser sagte, anna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam qal, dass der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagt, inna ad-dunya kullaha mata' wa khayru mata' ad-dunya al-mar'atu as-saliha. Die gesamte Dunya ist Genuss. Und der beste Genuss von der Dunya ist eine rechtschaffene Frau. Allahu Akbar. Der beste Genuss von der Dunya. Und es gibt viele Sachen, die sind Genuss, ohne Frage, in der Dunya. Aber der beste Genuss, sagte Rasulullah, ist was? Die rechtschaffene Frau. Das heißt, eine Frau, die dich nicht betrügt, die dich nicht belügt, die nicht ihr Versprechen bricht. Eine Frau, die deine Geheimnisse bewahrt. Eine Frau, die auf deine Gefühle achtet. Eine Frau, die dein Haus schützt. Eine Frau, die deine Kinder gut erzieht. Diese rechtschaffene Frau ist das Beste von der Dunya. Wenn du auch ein kaputtes Haus hast, das heißt kein schönes Haus und kein Transportmittel, aber du hast eine gute Frau, das ist das Beste, was du von der Dunya bekommen konntest. Daher, liebe Geschwister, soll man darauf Wert legen. Schaut mal, was hat er aber gesagt? Eine Frau, dass man nur eine Frau besitzt oder eine rechtschaffene Frau, das heißt eine Gutes tunende Frau. Das ist das Beste, was man von der Dunya erlangen kann. Dann eine weitere Benimmregel. Wenn du kannst, sollst du eine Frau aussuchen, die eine Jungfrau ist. Dir was? Eine Jungfrau ist. So berichtet Jabir ibn Abdullah und die Überlieferung ist in As-Sahihain bei Bukhari und Muslim. Er sagte, dass er einmal den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat und dieser fragte ihn, atazawwajt, hast du bereits geheiratet, ja Jabir? Qala na'am. Er sagte, ja, ich habe geheiratet, o Gesandter Allahs. Dann fragte er sallallahu alaihi wasallam, abikran am thayiban, hast du eine Jungfrau geheiratet oder eine geschiedene Frau? Eine Jungfrau oder eine geschiedene Frau? Qultu bal thayyiban. Ich habe eine geschiedene Frau geheiratet, ja Rasulallah. Dann sagte er, fahala bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Hättest du eine Jungfrau geheiratet, mit der du gespielt hast, hättest und sie mit dir gespielt hätte. Das heißt, liebe Geschwister, der Vorzug gilt, passt auf, das ist nicht verboten, eine geschiedene Frau zu heiraten, aber der Vorzug gilt wen? Wen? Der Jungfrau. Eine geschiedene Frau könnte vorher zum Beispiel mit einem reichen Mann verheiratet gewesen sein oder einem vermögenden Mann. So, jetzt kommst du, armer Schlucker, der, wenn du deine Hände in die Taschen tust, nichts fühlst außer dein Bein. Wird sie schon Vergleiche machen, ja oder nein? Ja. Aber kann eine Jungfrau so einen Vergleich machen? Nein. Und wenn wir, liebe Geschwister, schaut mal, als der Prophet sallam gesagt hat, hast du nicht eine Jungfrau geheiratet? In erster Linie die Jungfrau. Weil wenn die Leute die geschiedenen Frauen nur heiraten, dann subhanallah, was mit den Jungfrauen? Und manche könnten dann in Fitna fallen. Deswegen, diese Jungfrau hat noch nicht diese Erfahrung gesammelt wie eine geschiedene Frau. Eine geschiedene Frau könnte in welcher Hinsicht Erfahrungen gesammelt haben?
haben wir gesagt, einmal zum Beispiel mit einem vermögenden Mann, was noch? Mit was noch? Könnte sie Erfahrungen gesammelt haben? Bitte? Ja, zum Beispiel war sie mit einem Mann zusammen, der hat zu allem Ja gesagt. Kennt ihr diese Männer? Nicht Männer, Männer. Der sagt ihr alles Ja. Eine Frau hat mir einmal gesagt, ich kann nicht mehr mit ihm leben, der sagt zu allem Ja. Die Frauen wollen auch gar nicht so einen Mann. Dann könnten sie sich ein Hündchen holen und mit ihm leben. Er hat zu allem Ja gesagt. Alles akzeptiert. So, jetzt gibt es eine Scheidung, dann kommst du und sagst ihr, das machst du nicht so, sondern so. Sagt, oh, was für ein Unterschied. Der frühere hat zu allem Ja gesagt. Der sagt zu fast allem Nein. Deswegen, ja, Ikhwa, diese Erfahrung bringt Probleme mit sich. Zwangs, auch wenn das nicht in der Hand von der Frau ist, aber sie hat die Erfahrung schon gemacht. Stellt euch vor, die Frau war vorher mit einem Übeltäter verheiratet, der sie nur geschlagen hat und beleidigt hat und sie extrem unterdrückt hat. Jetzt zum Beispiel habt ihr einen Streit. Was denkt die Frau gleich sofort? Du wirst genau das, dasselbe machen. Und kriegt Angst. Vielleicht sogar panische Zustände. Nochmal aber, das heißt nicht, dass man keine geschiedenen Frauen heiraten kann. Aber natürlich vom Erfahrungswert, wäre es leichter mit ihm umzugehen? Mit der? Mit der Jungfrau. Weil man kann sie auf diesem Weg führen, vom Guten, liebe Geschwister. Na, und dann eine weitere Regel, dass du eine Frau aussuchst, die fruchtbar ist. Was heißt fruchtbar? Die Kinder zur Welt bringen. Die Kinder zur Welt bringen. So berichtet Abu Dawud von an Makil ibn Yasar, dass dieser sagte vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, er sagte: Tazawwaju al-waduda al-waluda fa inni mukathirun bikum al-umma. Heiratet die Frauen, die vor allen Dingen was für Eigenschaften besitzen? Maria al-waduda, bitte? Und die Kinder lieb sind, das heißt, die fruchtbar sind und auch gerne Kinder mögen. Weil dieser Hadith hat eine Vorgeschichte. Der Prophet, als er gefragt wurde von diesem Sahabi, der hat gesagt, ja, Rasulullah, es gibt eine wunderschöne Frau, ich begehre sie, aber sie will keine Kinder. Dann hat er ihnen empfohlen, wen zu heiraten? Eine, die kinderlieb ist. Und dann sagte er zum Schluss, inni mukathirum bikum ul-umam yawm al-qiyamah, ich werde am Tage der Auferstehung stolz sein auf die Anzahl meiner Umma. Allahu Akbar. Das heißt, was will er von uns sehen, Rasulullah, dass wir Kinder zur Welt bringen, irgendwelche Kinder, so diese Momo- und Jojo-Kinder hier in Gefängnissen, diese Kinder, oder vernünftige Kinder, vernünftige, religiöse Kinder, die stolz haben für den Islam. Weil der Prophet sallam, wird stolz sein auf diese Anzahl Yaumul Qiyamah. Und daher, subhanallah, wird er stolz sein, alayhi salatu wassalam, wenn er die Kinder von dieser Umma sieht? Wird er stolz sein? La hawla wa la quwwata illa billah. Die schwören jedes zweite Wort in Lüge über Allah azza wa jal. Die haben Freundinnen schon mit 10 Jahren, 11 Jahren. Drogen nehmen sie schon mit 12 Jahren. Ich rede über viele. Mit 14 sind sie regelmäßig danach im Gefängnis, bedrohen ihre Eltern, beschimpfen ihre Eltern. Will der Prophet sallallahu alaihi wasallam solche Kinder sehen? Er will auf Kinder stolz sein, auf Leute stolz sein, die auch religiös sind und nach der Religion leben. Nicht auf irgendwelche Leute, die abgeirrt sind, liebe Geschwister. Na, eine weitere Benimmregel, wenn du eine Frau heiraten möchtest, dann kletterst du nicht durch das Fenster, sondern du gehst zu ihrem Vater. Wir sagen, nicht durch das Fenster, sondern durch die Tür. Weil viele klettern gerne durch das Fenster. Warum? Das ist leichter für sie. Und auf einmal lieben sie Abu Hanifa und sagen, Abu Hanifa, der große Imam, hat uns doch erlaubt, eine Frau auch ohne ihren Wali, ohne ihren Vater zu heiraten. Dann sagen wir, das ist richtig, dass er das erlaubt hat. Aber dass er das erlaubt hat, heißt noch lange nicht, dass dieses
richtig ist. Und das zeigt auch die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, die klar und deutlich darauf geantwortet haben. Und dieses aufgrund der Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und die Überlieferung ist bei Abu Dawud, er sagte, la nikaha illa bi waliyin. Und in einer anderen Überlieferung, wa shahidain. Es gibt keine gültige Ehe, außer mit einem Wali. Das heißt, mit dem Vater in der Regel und mit zwei Zeugen. Das heißt, ja, Achi, du gehst durch die Tür, klopfst bei ihrem Vater an und dann bittest du den Vater darum, dass er dir seine Tochter zur Frau gibt. Das sollte so der Fall sein. Das sollte so der Fall sein. Denn eine Frau, die du heiratest ohne ihren Wali, was ist mit dieser Heirat? Ungültig. Wo ist dein Beweis, Abu al-Bara? At-Tirmidhi, rahimullah ta'ala, überliefert und sagt, diese Überlieferung ist Hassan, an Aisha radiyallahu anha wa ardaha, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, ayyum amra'atin nakahat bighayri idhni waliyiha, fanikahuha batil. Welche Frau auch immer, ohne die Zustimmung von ihrem Wali, das heißt von ihrem Vater, geheiratet hat oder von ihrem Vormund, so ist die Heirat ungültig. Mit anderen Worten, Sinna. Du hättest dir auch eine Freundin nehmen können, wäre genau dasselbe. Daher ist der Unterschied, dass wir sagen, du brauchst ein Wali. Wenn der Vater das nicht machen will, dann kann wer das machen für sie, für die Frau? Onkel oder Bruder oder? Nein, Mutter darf nie Wali sein. Es muss eine männliche Person sein. Oder Opa. Die können dann ihr Wali sein, wenn der Vater das zum Beispiel abgibt und das nicht machen will. Kein Problem. Und wenn sie eine Konvertierte ist, das heißt, sie nimmt den Islam an, wer ist dann ihr Wali? Bitte? Ein Imam, richtig. Von einem Zentrum, auch nicht irgendeiner. Man sollte schon darauf Wert legen, dass er vertrauenswürdig ist. Nicht, dass sie zu ihm kommt und sagt, ja Imam, ich will einen heiraten und zum Schluss der Imam heiratet sie. Kann passieren, ja? Deswegen, das soll schon eine Person sein, der vertrauenswürdig ist und der ihre Rechte auch auf beste Art und Weise vertritt, liebe Geschwister. Und dann kommen wir zu einem weiteren Punkt. Benimmregel, dass man die Mahr nicht zu hoch macht. Die Mahr ist die Brautgabe, das heißt das, was die Frau bekommt. Dieses sollte keine Übertreibung beinhalten. So wird berichtet bei At-Tirmidhi und er sagt, die Überlieferung ist Hassan, an Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu wa arda. Er sagte, ala la taglu suduqan nisa. Ihr sollt nicht übertreiben mit der Mahl. Fa'innahu law kana makrumatan fid dunya au taqwa inda Allahi azza wa jal kana awlakum bihi nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Denn wenn dieses, das heißt, das Bezahlen von einer hohen Mahr oder viel an Mahr zu geben, wenn dieses Ehrung wäre oder ein Zeichen der Gottesfurcht wäre, wer hätte es euch vorgemacht? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagte er, ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. Keine Frau vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und keine Tochter von ihm hat mehr als 12 Uqiyya bekommen. Wie viel sind 12 Uqiyya? Die Gelehrten haben das umgerechnet, ungefähr zwischen 300 und 400 Dollar. Keine Frau hat mehr von ihm bekommen und keine Tochter, die er verheiratet hat, hat mehr bekommen. Was sind die Brautgaben heute in der Zeit? Überlegt mal. 10, 15, das ist nur das Geld, ja? Dann kommt noch was? Gold dazu. Ja, jetzt überleg mal. Subhanallah. Ali ibn Abi Talib, radiallahu an, die Überlieferung ist authentisch. Als der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ihm Fatima zur Frau vorgeschlagen hat, hat er ihm gesagt, gib ihr was, gib ihr eine Mahr.
Er sagte, ja, Rasulullah, ich habe nichts. Ali ibn Abi Talib, ich habe nichts. Er sagte, guck mal zu Hause, was du hast. Was hat er gefunden? Ein Schutzschild, womit er im Krieg sozusagen die Pfeile abgewehrt hat. Ja? Schutzschild. Gib mal einer Frau heute ein Schutzschild. Du wirst eine Delle von deinem Kopf da drin sehen. Was bot? Gib ihr mal ein Schutzschild. Dann wirst du sehen, was sie damit macht. Aber wen hat er geheiratet? Sagt es mir. Fatima radiallahu anha. Wer war Fatima? Eine, die geschminkt rausgegangen ist, mit Parfüm rausgegangen ist, die ihrem Mann immer widersprochen hat, die vielleicht sogar manchmal in die Disco geht, die mit fremden Männern redet, die 30.000, 40.000 Mahr bekommen hat. War das die oder war Fatima radiallahu anha nicht die Frau, die Führerin der Frauen im Paradies? Allahu Akbar. Was hat sie bekommen? Ein Schutzschild. Heute eine, die mit der Religion nichts zu tun hat, will wie viel von dir? Hm? 20.000, 30.000. Ohne die Geschenke, ja? Ohne die Geschenke. Subhanallah, die besten Frauen kriegen so viel. Hafsa, Salama, Zainab, kriegen Aisha, alle so eine leichte Morgengabe. Und die heute nicht mal den Fuß erreichen von diesen besten Frauen, die will, ich rede über die Übertreiberin, ja? Ich rede nicht über eine Frau, die sagt zum Beispiel, und das ist überhaupt kein Problem, dass eine Frau sagt zum Beispiel, ich möchte 2.000 Euro. Ist kein Problem. Wenn der Mann das hat, kein Problem. Und wenn er mehr hat, kann er auch mehr geben. Kein Problem. Aber wenn er nichts hat, sollte sie ihn nicht überfordern. Na, die Sache ist so, dass diese Frauen, die keinen guten Charakter haben, sie wollen besser behandelt werden als die Frauen vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam und seine Töchter. Ist das in Ordnung? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, liebe Geschwister. Deswegen, was haben wir gesagt? Wie viele haben seine Frauen bekommen? 12 Uqiyya. Subhanallah. Und er sagte, وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدُقَتِ إِمْرَأَتِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُولَ كُلِّفْتُ لَكُمْ عِلْقَ الْقِرْبَةِ. Ein Mann, wenn er der Frau eine hohe Morgengabe gibt, dann wird er sie so hassen, das heißt, er wird so etwas in seinem Herzen gegen sie hegen, dass er sagt, du hast mich alles gekostet, was ich besitze und es mir sehr schwer gemacht, du hast mir sozusagen einen Schaden für meinen Rest des Lebens verursacht. Und das stimmt. Das wird der Mann sagen. Er wird dann immer was vergleichen, die Mahr, die er ihr bezahlt hat, mit dem, was ihr tatsächlicher Wert ist. Das wird er tun. Und das natürlich, liebe Geschwister, kann dann zu vielen Problemen führen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dann nehmen wir vielleicht noch einen Punkt, der wichtig ist. Und zwar, wenn jemand jetzt zu einer Verlobten geht, dann heißt es nicht, weil er sich für sie interessiert, auch wenn er wahrhaftig ist, dass er mit ihr zusammen in einem Raum sitzen kann alleine oder sie geschminkt mit ihm sitzt oder sonstiges. Er sagte, alayhi salatu wassalam, und die Überlieferung ist in As-Sahihin, bei Bukhari und Muslim, an Ibn Abbas, radiyallahu an Nabi sallallahu alayhi wasalam, qala, la yakhluwanna rajulun bi imraatin illa ma'adhi mahram. Ein Mann darf nicht alleine mit einer Frau im Raum sein, außer ihr Mahram ist dabei. Außer ihr Mahram ist dabei. Deswegen, liebe Geschwister, wenn man mit einer Frau im Zimmer ist, darfst du nicht mit ihr alleine sein. Warum? Das ist doch vielleicht deine Verlobte. Na? Ja, richtig, aber was heißt Verlobte? Ist sie seine Frau? Die ist nicht seine Frau. Weder darf er ihr Gesicht anfassen, noch ihre Hände anfassen. Auch wenn er sagt, das berührt mich nicht. Wieso Lügner? Berührt mich nicht, sagt er. Subhanallah. Diese Sache ist nicht erlaubt, weil sie bis dato noch nicht deine Frau ist. Erst wenn sie deine Frau ist,
dann kannst du mit ihr alleine im Raum sein. Und zum Schluss zu den Benimmregeln gehört auch, dass man eine Walima macht. Dass man was? Eine Walima macht. Die Überlieferung ist aus Sahihain bei Bukhari und Muslim von Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu arda. Als der Prophet s.a.w. gesehen hat, dass er geheiratet hat, sagte er zu ihm, Aulim walau bishat. So, mache eine Walima, selbst wenn es nur mit einem Schaf ist. Das heißt, gib das Preis den Leuten, verkünde deine Hochzeit. Das ist von der Sunna, dass man das bekannt gibt und nicht versteckt geheim hält. Naam, das ist wichtig. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn man heiratet, soll man auch bi'idhnillah ta'ala dieses tun. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Für euer gutes Zuhören. Dann haben wir ein paar Minuten Zeit für Fragen bi'idhnillah ta'ala. Auch die Geschwister vom Internet können ihre Fragen stellen. Bitte schön. Ist es in Ordnung, wenn man vor mehreren Entscheidungen steht, dass man dafür ein Istikhara-Gebet macht? Wenn man vor mehreren Entscheidungen steht, ist das in Ordnung, dass man eine Istikhara macht? Man muss eine Entscheidung treffen. Beispiel: blaues Auto, gelbes Auto, rotes Auto. Wie ist meine Istikhara? Ja, Allah, führe mich zu dem richtigen Auto? Nein. Sondern meine Istikhara ist, ich entscheide mich und dann mache ich dafür Istikhara. Jetzt habe ich meine Frage an dich gleich gestellt. Wenn ich jetzt schon entschlossen bin, eine Entscheidung zu machen, aber ich habe mehrere von den Entscheidungen, zum Beispiel. Ach so, okay. Ja. Okay. Die Vielfalt, meinst du? Jetzt zum Beispiel, es geht um ein Auto, um eine Frau, genau. Um ein Haus, genau. Und um ein Lamborghini. Wie mache ich das, wenn ich jetzt zum Beispiel um dieses und jenes. Du kannst das so machen, dass du für jede Sache einzeln eine Istikhara machst. Einzeln eine Istikhara machst. Und es kommt selten vor, dass alle Entscheidungen aufeinander kommen. Okay? Das heißt, man hat schon eine gewisse Zeit, wo man das eine nach dem anderen machen kann. Und das ist, wallahu ta'ala ala wa alam, das Beste. Na, bitteschön. Ist es nicht gut für einen Mann, dass er eine geschiedene Frau heiratet, dass sie mit... Bitte, ich will nicht falsch verstanden werden. Habe ich gesagt, man darf keine geschiedene Frau heiraten? Nein, aber wir haben gesagt, es ist zu bevorzugen, beliebter, erstmal eine was zu heiraten? Eine Jungfrau. Und dann haben wir doch das Beispiel mit Khadija gegeben, radiallahu anha. Ich denke, das Beispiel war klar, oder? Ja, hat der Prophet sallam mit ihr unglückselige Tage erlebt. Er hat sie so lange geehrt und gewürdigt und sie immer wieder erwähnt, auch nach ihrem Tod. Die Überlieferung ist bei Imam Muslim, bis Aisha radiallahu anha gesagt hat, immer erwähnst du ihren Namen, jedes Mal musst du über sie reden. Er sagte, Allah hat mich mit Khadija versorgt. Allahu Akbar. Er hat mich mit Khadija versorgt. Schau mal, diese Ehrung, ja, für Khadija, er hat mich mit ihr versorgt. Subhanallah. Und Aisha natürlich ist ausgeflippt, ja? Die konnte ihren Namen nicht hören. Deswegen, das ist überhaupt nicht zu bemängeln, kein Problem. Auch die erste Frau vom Propheten, war das eine Jungfrau oder eine geschiedene Frau? Ja. Und Khadija war nicht nur einmal geschieden. Und sie hatte sogar mehrere Kinder gehabt. Deswegen, ja, da müssen wir das genau verstehen. Insofern natürlich ist überhaupt nichts dagegen auszusetzen, dass ein Mann auch eine geschiedene Frau heiratet. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bitte schön. Was sollte man einer Schwester sagen, die sagt, Jungfrauen finden viel einfacher einen geeigneten Ehemann als geschiedene Frauen? Was sollte man einer Frau sagen, die sagt, Jungfrauen finden schneller einen geeigneten Ehemann als andere Frauen? Das stimmt nicht. Es ist die Versorgung von Allah Azzawajal. Was geschrieben steht, steht geschrieben. Es gibt so viele Frauen, die Jungfrauen sind, auch in unseren Ländern, die noch nicht geheiratet haben. Und andere Frauen, die schon verheiratet, das ist Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn das geschrieben ist, ist es geschrieben. Naam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Naam.
Haben wir gesagt, wer ist der Wali bei einer Konvertierten? Der Imam von einem Zentrum, dieser wird als, aber der sollte was sein, was haben wir gesagt? Vertrauenswürdig. Wallahu ta'ala ala wa alam. Na, bitteschön. Muss es immer ein Imam sein? Nein, es muss nicht ein Imam sein, aber von diesen Leuten erwartet man mehr, dass sie gottesfürchtiger sind und dass sie auch die Interessen der Frauen richtig vertreten. Wenn man den Mann aber nicht kennt und der Imam sagt, dass er vertrauenswürdig ist? Gut, wie gesagt, es kann auch ein anderer sein, kein Problem. Aber man sollte schon auf ein paar Dinge achten. Das ist wichtig. Man sollte auf ein paar Dinge achten. Bitte schön. Das Nikah, also Nikah bedeutet die Heirat, ist sie ungültig? Wenn man das ohne Wali macht, ja, die Heirat ist ungültig. Und die Überlieferung ist klar, jede Frau oder ganz gleich welche Frau ohne die Zustimmung von ihrem Wali heiratet, so ist ihre Heirat ungültig, ungültig, ungültig. Der Prophet ﷺ hat das sogar nicht nur einmal gesagt, sondern dreimal, damit wir es mindestens einmal verstehen. Bitte schön. Es wird gefragt, was ist mit einer guten Abstammung gemeint? Was mit einer guten Abstammung gemeint? Es gibt Frauen, die haben eine edle Abstammung. Das heißt, sie haben, sind von einer besonderen Familie, von einem besonderen Clan, von einem besonderen Stamm. Das sind Frauen, die haben sozusagen auch einen Wert. Ja? Also nicht jeder darf diese Frauen heiraten. Nicht jeder darf diese Frauen heiraten. Und ihr wisst, im Zuge des Nationalismus und so weiter und so fort, hat man dann auch den Kreis immer enger gemacht, bis dann zum Schluss jemand nur diese Frau heiraten durfte, der selber von der eigenen Familie ist, der im selben Dorf wohnt, im selben Stockwerk, auf derselbe Straße und so weiter und so fort. Na, wallahu ta'ala. Mein Vater war nicht die Wali, das war die Walima. Also Walima, aywa. Wie ist das mit der Walima? Was ist eigentlich die Sunna? Die Sunna ist eigentlich, schaut mal, liebe Geschwister, die Sunna ist eigentlich, dass man erst mit der Frau zusammen wohnt und dann die Walima macht. Aber macht mal die Sunna heutzutage. Der sagt dir, der lebt in Sinna. Subhanallah. Aber die Frau mit dem Mann in der Zeit von der Verlobung, sie alleine rausgehen, ist kein Problem. Aber wenn du mit ihr zusammenlebst nach Heiratsvertrag und dann erst nach 3 Tagen die Walima machst, schau mal, wie die Leute dich angucken werden. Subhanallah. Schau mal. Die Sunna ist zur Bid'a geworden und die Bid'a ist zur Sunna geworden. Na, deswegen, aber das muss nicht so gemacht werden. Das muss nicht so gemacht werden. Man kann heiraten und später die Walima machen. Oder man kann an dem Tag, wo man die Heirat macht, auch die Walima machen. Oder man kann die Walima machen und später die Heirat machen. Das ist keine enge Angelegenheit in unserer Religion. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bitte schön. Wann wird der Dua der Istikhara gesprochen? Das ist eine unterschiedliche Ansicht von den Gelehrten. Manche sagen, bevor der Taslim gesprochen wird, bevor der Taslim gesprochen wird, das heißt, bevor man sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, dann wird der Dua gesprochen. Und andere Gelehrte sagen, und Wallahu ta'ala ala wa alam, das ist die richtigere Ansicht, nach dem Gebet. Nach dem Gebet. Weil der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, als er gesagt hat, فَلْيَقْرَعْ رَكْعَتَيْنْ min ghayri al-farida thumma liyaqul, so soll er ein Gebet machen, welches kein Pflichtgebet ist, von 2 Rak'a, und dann soll er sagen. Und dieses thumma liyaqul deutet im Arabischen darauf hin, dass das aufgrund einer Abfolge ist. Das heißt, erst das Gebet und danach die Dings. Wallahu ta'ala ala wa alam, das ist eine unterschiedliche Ansicht der Gelehrten. Na. Ja. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Sind die Väter berechtigt, die Mahr der Frau zu bekommen? In keinem Fall. In keinem Fall. Und davor sollte gewarnt werden. Das ist das Recht der Frau. Der Frau. Weil wenn es tatsächlich dann zu Problemen zwischen ihr und ihrem Mann kommt, dann sitzt die Frau erstmal so da. Und stell dir vor, die ist schwanger, hat noch ein Kind im Bauch oder hat gerade entbunden oder sonstiges, dann braucht sie etwas Geld nach der Scheidung, damit sie erstmal wieder in den nächsten 2-3 Monaten klarkommt. Deswegen haben manche Gelehrte gesagt, das war nur eine Aussage, das ist jetzt nicht mit Beweis belegt, dass sie Mahr bekommen soll für 3 Monate, was ihr ausreicht. Falls es zu Problemen kommt, dann kann sie diese Monate überbrücken. Okay? Aber was sehen wir heute? Die Väter verkaufen regelrecht ihre Töchter.
Und das, wal'iyadu billah, ist eine üble Sache, die sich so unter vielen hereingeschlüpft hat. Und so verkaufen sie ihre Tochter. Die bieten dir das auch an, wenn einer kommt, um eine Tochter zu heiraten. Die 17-Jährige 5.000, die 19-Jährige 4.000 und die andere 3.000, weil die, der fehlt ein Auge. So, die haben eine Preisliste. Die haben was? Eine Preisliste. Und das natürlich, das Geld steckt wer ein? Der Vater. Der Vater, der steckt das Geld ein. Und die Sadaqa, wie Allah klar gesagt hat, ist für wen? Für die Frauen. Wallahu ta'ala ala wa alam. Die letzten 1, 2, 3 Fragen. Bitte schön. Ah, die Ahbash. Wie soll man mit einem umgehen? Das hat der Onkel gesagt, ja? Okay, wie soll man mit einem umgehen, der mit einem den Takfir macht, weil man sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hätte eine Hand? Das ist ein Jahil, der nicht den Koran gelesen hat, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat das selber im Koran gesagt. Und deswegen ist es so, dass man versuchen sollte, hier nicht mit ihnen in Clinch zu gehen, sondern dass man versuchen sollte, die Herzen zusammenzubringen. Vielleicht, wie gesagt, er ist ein Jahil, er weiß vielleicht diese Angelegenheit nicht, hat das anders falsch gelernt, aber dann soll man ihm die Beweise vorbringen und ihm sagen, was das Richtige in der Religion ist. Wenn er das annimmt, Alhamdulillah, und wenn nicht, dann sagt man ihm, schau mal, aber ich folge dieser Ansicht, weil diese Sache das Richtige ist und das hat nichts mit unseren Familienangelegenheiten oder sonstiges zu tun, sondern das hat mit meiner Glaubenslehre zu tun. Na? Und man sollte hier nicht versuchen, die Sache weiter auseinanderzubringen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na, bitteschön. Was macht man, wenn man jetzt Istihara macht und dann, also der Weg erschwert sich dorthin und dann wieder ganz erleichtert er sich ganz? Ja, wenn man Istihara gemacht hat und erstmal gibt es anfängliche Schwierigkeiten, danach wird es leichter. Schaut mal, das hat nichts damit zu tun, dass wir sagen, wir machen eine Strichliste. So und so viel Leichtigkeiten oder Erleichterung und so viel Schwierigkeiten. Nein, das hat allgemein. Allah subhanahu wa ta'ala, öffnet er dir die Brust dafür? Hast du eine Ruhe da drin mit deinem Herzen? Siehst du, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir die Wege allgemein leicht macht? Das heißt nicht, dass eine kleine Schwierigkeit eintreten kann, aber allgemein ist der Weg leicht. Wallahu ta'ala ala wa ala. Letzte Frage, bitteschön. Ist das erlaubt, dass beim Nikah die... Ach so, bevor der Nikah vollzogen wird, ist es von der Sunna, dass man die Fatiha liest? Weil manche denken, wenn man die Fatiha liest, dann wird das was bringen? Segen zwischen den beiden. Das ist uns nicht bekannt aus der Sunna, dass sowas gemacht wurde. Alhamdulillah, in der Zeit vom Propheten sallam, wurden viele Leute verheiratet und unter den Sahabern gab es viele Heiraten. Deswegen, wenn das eine tatsächliche Sunna wäre, hätten wir sie bei wen vorgefunden? Bei den rechtschaffenen Vorfahren, weil sie am nächsten zum Propheten sallam waren und sie am meisten seine Sunna befolgt haben. Aber wenn das nicht der Fall ist, warum sollten wir das machen? Und sie waren die besten Leute. Wallahu ta'ala ala wa alam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Die nächsten Wochen fallen erstmal die Unterrichte aus. Ich denke, es werden insgesamt 4 Wochen sein und dann werden wir das wieder ankündigen, liebe Geschwister, wann die nächsten Unterrichte sind. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.